Guten Tag. Thema heute das Bierchen. Der Mensch ist geprägt von den großen L, W und F. Leben, Wohnen und Freizeit. Er steht also im Spannungsfeld von Morgengrauen und Feierabend. Dazwischen liegt meistens die Arbeit. Um arbeiten zu können, braucht der Mensch eine Freude, die sogenannte Arbeitsfreude. Diese Arbeitsfreude ist die Hoffnung darauf, dass bald Feierabend wird. Und im Zentrum des Feierabends steht das Bierchen. Das Bierchen, volkstümlich Happy Hour oder Aperitif, ist eine moralische Instanz, wenn es bei sich bleibt. Also wenn es bei einem Bierchen bleibt. Das Bierchen beruhigt den nervösen arbeitenden Menschen, den Homo Traktor, der sich auf Familie und Abendbrot vorbereitet. Interessant ist, dass es meist Männer sind, die den Feierabend mit einem Bierchen begehen. Männer vielleicht auch gerade deshalb, weil im Anblick des Bierchens so etwas rührend Naives liegt. Ein wenig noch von der Reinheit, der Jungfräulichkeit geradezu sichtbar ist, die heute weniger bei Menschen als vielmehr nur noch im Bier selbst zu finden ist, wenn es nach deutschem Recht und Reinheitsgebot gebraut wurde. Das Bierchen also lässt vielleicht nicht nur unschuldig, wie es auf der Theke lockt, das Kind im Mann wach werden. Das Bierchen in seiner durststiftenden Schönheit schlägt holde Akkorde auf den zarten Saiten des Mannes. Doch sei auch gewarnt vor Missbrauch des Bierchens, denn, wie das Volkslied schon singt, sind so kleine Bierchen, muss man nicht alle trinken, so sollte der Jugendliche an sich die Finger vom Bierchen lassen. Es ist etwas für Erwachsene. Der Dichter Friedrich Schiller notierte in seinem Lied von der Glocke: Jedoch, der schrecklichste der Schrecken, das ist der Mensch in seinen Tran. Dieser Tran, Duselrausch des Menschen, kann nicht dem Bierchen zur Last gelegt werden. Vielmehr ist es wie immer der Mensch selber, der hier maßlos war. Zu viele Bierchen machen außerdem dick. Und das ist in diesem neuen Jahrhundert nun überhaupt nicht mehr zu begrüßen. Die Glocke ruft, das Stäbchen bricht, heißt es bei Goethes Faust in der Kerkerszene. Goethe weist hier auf den Brauch hin, das Glöckchen zu läuten, um damit eine Lokalrunde kundzutun. Dies ist aber die Stunde der Gefahr, das Ende des Bierchens, denn da werden aus Bierchen Biere. Aus dem trauten Kerzenschein entsteht ein Flammenmeer, aus dem klaren Bergquell erwächst eine Hochwasserkatastrophe, wie wir sie aus dem Fernsehen kennen. Das Bierchen noch vertritt das Prinzip Leben. Das Besäufnis aber bringt uns dem Tode näher. Wenn der Sensenmann kommt und die letzte Runde anschlägt, dann verdunkelt sich das Bierchen zum Altbier. Und ewige Finsternis breitet sich aus dem Tresen der Welt.